Ohne Witz, ich bin gerade übertrieben happy. Aber was zum Teufel ist eigentlich passiert? Bin ich jetzt endlich keine Jungfrau mehr? Okay, da war schlecht. Ich habe ja neulich zum Release von Smash meine eigene Smash-Party gehabt, was komplett von Nintendo organisiert und gestreamt wurde auf meinem Twitch. Aber jetzt haben die noch etwas gemacht, und zwar einen Medienbeitrag von meinem Event, selbst geschnitten und produziert, und ich bin der Erste auf meinem Kanal, der es zeigen darf. Damn. Jetzt mal ernsthaft, können wir kurz darüber reden, wie krank das ist, dass Nintendo so viel für mich macht? Ich meine, ich habe Nintendo gespielt, da sah ich so aus und ich war in fucking Kasachstan. Und jetzt? Das ist schon crazy. Ich werde euch den Beitrag gleich zeigen, also in erster Linie geht es um Smash. Bevor wir aber damit anfangen, will ich nur noch mal Danke sagen. Danke. Januar 2018 habe ich mir eine Notiz gemacht und die habe ich genannt 2018 Highlights. Und jedes Mal, wenn in diesem Jahr irgendwas Cooles in meinem Leben passiert ist, habe ich mir das direkt aufgeschrieben. Sodass ich am Ende des Jahres zurückblicken kann und realisiere, damn. Es sind coole Sachen passiert. Ich war zum Beispiel auf meiner ersten K-Pop-Party, da wollten wir eigentlich ironisch hingehen. Plötzlich war es gut. Dead Plot Twist. Dann die ganzen Reisen, die ich hatte. Ich war in Kasachstan, Japan, Los Angeles, Dubai, Malediven und so weiter und so fort. Diesmal gab es eine Weltreise. Ich war an so vielen unterschiedlichen Orten, dass ich gar nicht glauben kann, dass das alles dieses Jahr passiert ist. Aber das wichtigste Highlight 2018 für mich ist mein neuer Werdegang. Ist Vic, seid ihr. Es war ein extrem hohes Risiko, eine Art neue Ära zu starten, und es sind auch viele Albladi-Zuschauer abgesprungen. Ihr seid jedoch geblieben, ihr unterstützt mich, ihr guckt meine Streams, ihr guckt meine Vic-Videos und ich bin euch so dankbar. Jetzt kommenden März mache ich 10 Jahre aktiv YouTube. Fucking 10 Jahre! Überleg mal, das sind 10. Leute, die mich mit 12 angefangen haben zu gucken im Jahre 2009, werden 22. Übrigens gab es tatsächlich die Situation, jemand kam zu mir, das war so ein 2-Meter-Typ mit Vollbart. Der hat zu mir gesagt, er guckt meine Videos, seitdem er in der Grundschule war. Und ich denke mir, Digga, was für Grundschule? Ich fühle mich so alt. Was ich damit sagen will, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ich überhaupt noch da bin. Und eure Unterstützung, auch wenn ich es leider nicht immer zeige, bedeutet mir extrem viel. Seitdem ich wirklich nur noch das mache, worauf ich Bock habe, beziehungsweise was mich erfüllt, und mich nur noch so gebe, wie ich wirklich bin, erreiche ich dementsprechend auch Leute, die ich auch wirklich erreichen will. Ich merke einfach, dass wir alle irgendwie dieselben Interessen haben oder zumindest ähnliche Interessen, und man kann sich so geil austauschen. Das fühlt sich meiner Meinung nach wirklich wie Community an, und ich schätze das so sehr. Ich hoffe, ihr auch. Und auch wenn es manchmal ein bisschen auslaugend ist, fast jeden Tag 4 bis 6 Stunden zu schneiden und dann direkt 2 Stunden zu streamen, vielleicht bräuchte ich einen Cutter, hat es trotzdem nie aufgehört, Spaß zu machen, und es wird immer weitergehen. 2019 wird noch krasser, das verspreche ich euch, und wehe, ihr seid nicht dabei. Aber jetzt kommen wir zu dem Beitrag von Nintendo mit mir. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich. Was ich immer cool finde, ist immer so, wenn Charaktere aus verschiedenen Universen in ein Universum gepackt werden und sich dann da quasi sehen. Das finde ich immer am allerspannendsten. Es sind super viele Charaktere, es ist ein riesiges Crossover und es macht einfach Spaß. Die Faszination an Smash ist für mich, dass man mit seinen Freunden zusammenkommt, ein cooles Multiplayer-Spiel zockt. Also ich verbinde halt Smash enorm mit meiner Kindheit oder besonders mit meiner Jugend. Ich und meine Jungs haben wirklich 4 Jahre lang jedes Wochenende Smash gezockt. Deswegen, ja, ist für mich einfach so ein Stück Vergangenheit, was jetzt wieder so hervorgerufen wird. Was das Faszinierende ist, dass du all deine Lieblingscharaktere von Nintendo in einem Haufen hast und damit zocken kannst. Das hat mich als Kind schon begeistert und auch als Erwachsener, und ich habe immer Turniere mit meinem Bruder gespielt zu Hause, und da sind so viele Erinnerungen. Der Single-Modus ist auch super, man kann da immer spielen, es ist immer was Neues, es wird nie eintönig, das heißt, man kann da wirklich durchspielen ohne Ende. Also ich habe den auch gespielt, ein Spielerspiel, grundsätzlich eigentlich nur gegen Freunde, aber der hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde es lustig, diese Idee mit den Geister sammeln, weil man über 1000 Geister hat, die man miteinander kombinieren kann. Alle haben ihre eigenen Stärken und Schwächen. Ich mag die Geister, weil es ist einfach noch viel mehr Charaktere, viel mehr Story, die in dieses Spiel reinfließt. Viel mehr Universen, viel mehr Hintergrundgeschichte aus den ganzen Spielen noch mit drin. Und das ist toll. Ich finde das ziemlich interessant, was da für Spirits vorkommen. Also auch aus Spielen, wo man das gar nicht erwartet. So. Schon geil. Das ist wirklich das Spiel, was ich wirklich auch, wo ich meine Kinder mit verbinde. Smash ist so, gehört genauso wie Mario Kart, wie einfach so die ganz normalen Mario 64, und alle sind so die Classics. So. Deswegen darf ich das natürlich nicht auslassen. Einfach, dass man mit seinen Freunden so zusammenkommen kann, ein geiles Multiplayer-Spiel spielen kann, das finde ich ganz geil. Ja, wir finden es echt toll, wir haben es gerade gespielt, macht echt Spaß. So wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, ist die Smash-Community ziemlich cool drauf. Eine der friedlichsten Communities, die ich getroffen habe. Community bei Smash Bros. Ist mit Leidenschaft dabei. Die spielen das, weil sie es auch lieben. Also es macht schon echt Spaß. Vor allem auf dieser Kinoleinwand ist das sick zu spielen. Ist mega nice, du kannst überall zocken. Ich sehe nur lachende Gesichter.
Leute, die verlieren, lachen auch noch, das ist super. Es ist einfach das beste Game so. Zu diesem Event habe ich übrigens mein eigenes Highlight-Video zusammengeschnitten. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich habe in Bezug auf 2017 echt keine Ahnung, was ich da erlebt habe. Ich weiß nur, ich war super produktiv mit Ibladi und Bücherclub-Videos und ich war auf dem Webvideopreis. Das ist alles, was mir einfällt. Und für 2018 kann ich euch 100 Sachen nennen. Vielleicht habe ich auch deswegen das Gefühl, dass dieses Jahr das Allercoolste war. Also könnte damit zusammenhängen, wobei ich tatsächlich krasse Sachen erlebt habe. Und schreibt mal unten rein, wenn ihr so zurückdenkt, was war euer Highlight 2018? Ich werde mir das wirklich mal durchlesen, weil irgendwie finde ich sowas interessant. Und ja, gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, Anfang nächster Woche. Bis zum nächsten Mal und haut raus!